verbessert willkommen, Warren. Der Menschheit und bringt uns. Kann ich mich jetzt noch irgendwie heilen? Ja, komm. Es ist eine große Aufgabe. So, Nanokern ist am Start. Achso, jetzt habe ich aber noch ein bisschen Loot, ne? Ich gehe jetzt trotzdem nochmal in die Medibay. Ist mir jetzt egal. So. Zack. Level 66. Dann gucke ich mal. Ich hatte ja doch noch eine andere Waffe, wo ich jetzt hier gerade bei Nanokern war. Aufwerten. Waffen. Hatte ich ja die gefunden. Die macht 73 Schaden auf MK3. Okay. Wie viel macht meine gerade jetzt auf MK3? 78. Macht sie auf jeden Fall weniger Schaden. Wucht ist hoch. Waffenfertigkeitsskalierung auch hoch. Ich glaube, das hat ja irgendwie damit so ein bisschen zu tun, dass dann irgendwie, je höher man von der Skalierung ist, das, ich habe gehört, das ist irgendwie unendlich. Aber dann macht die Waffe nochmal irgendwie mehr Schaden und so. Und wahrscheinlich hat die, meine Waffe, die ich aktuell spiele, einfach nicht so Potenzial. Aber die hat halt Energiegewinn von 80. Gut, die 70. Meine macht halt gut Elementarschaden und die macht halt irgendwie viel weniger. Die macht halt mehr Stichschaden und so, ne? Aber irgendwie, die wird jetzt auch nicht großartig anders sein. Ich glaube, ich bleib bei der Waffe, was. Tja, der macht 74, der Imperator hier. Auch hoch, Wucht auch sogar hoch. Achso, meine er auch. Ja, wie gesagt, das wird sich alles nicht viel nehmen. Gut, dann mache ich nochmal das hier. Zack. Ja, irgendwie muss ich die Implantate ummodeln. Ich bin jetzt genau... Okay, jetzt bin ich ein Level höher. Gut, klar, jetzt kann ich mit den Leveln wieder gegenregeln. Bin ich jetzt bei 22.000. So. Oh, es geht voran, es geht voran. Wir helfen gern. So, jetzt hoffe ich, kriege ich jetzt recht, relativ wenig Schaden, weil ja alles wieder da ist. Erblüht ein Garten über Nacht. Wurde Rom an einem Tag. Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? So, und boom. Schon klar, wir sind alle ungeduldig. Doch mit jedem neuen Tag, mit jedem Start. Oh, Alter, das war ja geil. Was hat das für ein Konter? Von der okay. Ladungsverteilung und chemischen Zusammensetzung bis zum Wertstoffrecycling. So, da hinten war ja auch mal noch einer. Ich erkenne den hier nicht. Ich hau mal bloß rauf. Und weil ich weiß, dass er da ist. Ach, hier war er. Oh nein, da ist ja noch so ein... Die... ich komme nicht mehr weg. Ich bin ja fast im Arsch, sehe ich gerade. Fuck, wie viel Energie. Mach ich's mal so. Diese Soundbugs heute immer. Was ist denn das? Vielleicht muss ich mal meine Grafikkartentreiber ändern. Jetzt nämlich wieder neue rausgekommen. So. Jetzt aber, Freunde. Jetzt gehen wir ins neue Gebiet. Research. Lalala. Blablabla. Durchs Tor. Und hier geht's nicht weiter. Was? Achso, Terminal verwenden. Jo. Boah, die Tür hat keine Geräusche gemacht. Interessant. Oh, finde ich. Ah, okay. Ich bin kurz leise. Ah, nee, er lädt. Alles klar. Ach ja. Dann hoffe ich, dass er jetzt nicht wieder mal im Ladescreen festhängt, wie ich das vor einigen Minuten erzählte. Weil das Game halt irgendwie ein bisschen buggy ist. Bisschen buggy wie das Auto. So, er lädt mir jetzt schon zu lange. Sonst mache ich einen kurzen Cut und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ja, es lädt sehr lange.
gut. Ist sehr zum Kotzen. Na, okay. Creo World, come visit. Fertigungskomplex B. Aha. Wir sind im zweiten Gebiet. An alle Besucher, bitte betreten Sie die Forschungsabteilung erst, nachdem Sie sich jetzt Berechtigung erhalten haben. Die habe ich erhalten. Jetzt bin ich zurück im zweiten Gebiet. Es ist alles miteinander verbunden. Please connect while Dings is rebooting. Oh, die wollen eine Rakete hier starten. Sieht schon wie geil aus, ne? Mit der Gorgon-Rüstung. Schon. Schon sexy. C33. Ja, wisst ihr noch die Aufnahme, wo ich euch so zeigen wollte, weil hier noch irgendwelche Punkte waren? Ich könnte mal so ein bisschen interagieren. Ich da extra nicht rangegangen bin, damit da nichts passiert. Dachte mir so: So, Freunde, jetzt zeige ich euch mal noch, wie man durch das Tor hier geht. Und dann so: Ah, oh, okay, alles klar. Ging halt damals nicht. Jetzt bin ich von der anderen Seite wieder hier. Oh, da kann man mit 70 überladen. So, das ist ja ein einfacher Scarab-Mensch hier. Obwohl, dann kann ich mal ein bisschen MK2 farmen. Der instant reingelaufen. Kennen deren Angriffsschema irgendwie gar nicht mehr. Boah, schön zu Boden gedrückt, ey. So, jetzt kriege ich natürlich durch die Finishing-Sequenzen wieder ein bisschen Leben. So. Ja, ich denke mal, ihr wisst das sicherlich auch schon, wenn ihr das LP guckt. Diese Maus, die gibt es ja als Rüstung. Weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Und man braucht diese Münzen, die man aber auch nur kriegt, wenn man die, wenn man die Schmelzroboter besiegt, was ein bisschen scheiße ist. Man braucht natürlich halt 4 Münzen. Ich habe jetzt eine. Tja, ich habe wahrscheinlich eine mal durch eine Quest bekommen. Oh, es sind jetzt auch neue Gegner hier. Nee, ist jetzt hier links noch einer? Nicht, dass mich jetzt hier einer überraschen wird. Ja, da steht nämlich schon einer. Ah, okay, das ist blöd. Dann locke ich den mal kurz an. Wow. Alter, die Drohne hat mich fast getötet. Holy shit. Da mache ich schon echt gut Damage, muss ich sagen. 100 mit einem Schlag gegen die Drohne. Ist immer krass. So, der ging jetzt auch ziemlich schnell den Bach hinunter, der Bengel hier. Oh, das Tor geht zu. Okay. Neuer Loot. Vitalboost-Version 3. Hey, habe ich ja nicht schon 1000 Mal gehabt. So, irgendwas in die Kisten drin. Nein. Hier irgendwas. Oh, was ist das? Aha. Da rechts läuft einer. So, Workschädel. Schieder, ich weiß mal nie, wie man das ausspricht. Also, so Plan ist das immer. Oktober, November, hier Dienstplan halt. Oh, jetzt bin ich wieder gestunt hier wegen seinem Schussapparillo da. Okay, wieder voll in Rage geballert. Egal, natürlich nicht so. So, habe ich mich lieber geheilt. Ah, hier stimmt, hier war immer was. Oh, hier läutet irgendeine Alarmglocke, Notsignal. Deswegen war ja vorhin wahrscheinlich auch alles zu. So, da kann ich jetzt aktuell nicht lang. So, jetzt muss ich mich erstmal komplett von hinten wieder bis zur Medibay kämpfen. Das kann ja richtig geil werden. Ist jetzt wieder auch welche extra Dinger auf dem Boden? Nee. Da ist jetzt ein Skorpion. I love it. Nicht. Es hat mich hier schon voll ins Visier genommen. Kleiner Spast.
Ja, läuft, genau. Wie übertrieben Schaden diese Dinger machen, ist so dumm. So, mal mit der Drohne so ein bisschen eins mitgeben hier. Na komm! Es lebt immer noch! Oh! So, die kann man halt auch nicht finishen, ne? So, ich habe da nochmal kurz meinen Snow-Dings eingesetzt, damit die so ein bisschen langsamer wird. Ist da ein Gegner? Nee. Aber Loot. Schrotthaufen aus Metall. Ja, hm. Umgucken lohnt sich. Hier irgendwas? Nö. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal straight zum. Wow, 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 wow. Ganz ruhig bleiben, Brauner. Locker ist ja noch irgendwie um die Ecke. Dass man so zurückgeworfen wird. Das ist richtig assi. Nein, jetzt bohrt hier bei mir jemand im Haus. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht in der Aufnahme. Ja, willkommen, wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt. Ey, Beste. Ist überall neue Gegner. Naja, klar, es wird immer ein bisschen anspruchsvoller. Komm, hau zu. Dann hau ich zu. Das ist so typisch, dieses Spiel. Die Gegner warten immer, bis man selber schlägt. Dann hol die selber aus. Fuck, das ist so laut, ey. Es tut mir leid, wenn man das jetzt in der Aufnahme hört. Tschüss. Nein! Nein! Okay, ich bin gefickt. Ich muss jetzt ganz schnell ran. Uah, kommen die jetzt beide immer noch hinterher? Scheiße. Okay. Kann jetzt gut sein, dass ich halt sterbe. So, dem finde ich auf jeden Fall, weil ich die Waffe haben will. Zum Glück kriegt er Leben dazu. Ah, die hatte ich anscheinend sogar schon. Alter. Heide Witzka. Besser gelöst, als ich dachte anfangs. So, da bist du mit den wenigen Leben. So. Das warst du mit den wenigen Leben. Krass, wie wenig ich jetzt nur noch Energie für meine Drohne da brauche. Wurde das zurückgesetzt? Für diesen Drohnenangriff? Ist ja krass. Genau, hier drin habe ich ja damals meine Exo-Rig gefunden. Ah, oh, der Typ ist weg. Ja, ein Skorpion. Alter, in diesem Areal mit einem Skorpion zu kämpfen. Wow, hallo. Das ist so richtig scheiße. Oh, es erwischt einen auch jedes Mal, ey. Das ist doch zum Kotzen. Was soll ich denn da machen? Ganz ehrlich, ich muss es doch angreifen. Du kannst die nicht blocken. Du kannst da gar nichts machen. Ich hasse diese Viecher so sehr, wirklich. Das ist so scheiße. Könnte ich mir da komplett ausrasten. Die Dinger sind so dumm, ey. Das ist einfach nur random Scheiße. Es hat nichts mit irgendwie Taktik Kacke zu tun, ist einfach dumm. Ja, wie viel Schaden diese verfickte Drohne macht.
Konter. Nervig, einfach nervig. Es schlägt ja auch immer so zurück und dann, du musst ja da ran, also, weißt du? So, und dann macht's auch mal irgendwie gleich 105 Schaden, so richtig dumm. Ich darf jetzt nicht sterben bei dem Kackvieh hier. Wie viel Leben man immer gleich abgezogen bekommt. Ich darf jetzt nichts riskieren, ey. Nein, wer bist du denn? Wow, guten Morgen. Hat der irgendwas Ungeschütztes? Alter. Der war nice. Huhuhu. Was kriegt man davon nochmal? Zusatzkerne, 30 mehr ein Stück, die kein Schwein braucht. Gut ausgewichen. Nein, 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 Alter, diese Stunt-Scheiße. Ja, geh wieder zurück an den Kack da, ey. Och man, ich hasse das, wenn diese Drohne dann nichts macht. Freunde, ich muss mich gerade echt hier konzentrieren, ey. Oh, ich hasse das. Wer ist denn jetzt schon wieder hier? Ist hier nochmal so ein anderer Gorgon-Mensch oder was? Ja, genau. Schafft die Drohne das jetzt? Natürlich nicht. Nein! Es ist zum Mäusemelken. Wirklich. Alles geschafft. Loot wieder. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr auf das Spiel, ey. Klar, ich bin jetzt erst zweimal gestorben. Also, Tiber, bleib du mal locker. Bist jetzt zweimal gestorben. Aber ich hasse es, wenn du nicht weiterkommst. Du hängst an der Ewigkeiten an einer Stelle, musst alles wieder neu machen. Weißt du, und stirbst dann, weil du wieder runterfällst, davor stirbst du, weil die Skorpione einfach sowas von übertrieben dumm sind. Die machen so krass viel Schaden. Jetzt greift doch mal diese verfickte Scheißdrohne an. Du sollst die Drohne angreifen? Das gibt's ja alles gar nicht.
komm. So, dann kümmere ich mich jetzt mal erstmal um den. Schön geblockt. So, es wird nämlich auch immer mehr der Loot, das ist nämlich das Problem. Ja, geil, Drohne. Hat ja richtig cool funktioniert. Du Spast. Nein! Oh, toll. Ich blocke und krieg trotzdem so viel Schaden, ey. Das ist echt unfair. Nicht reinlaufen. So, ich muss jetzt echt immer dran denken, irgendwie zu blocken bei dem Vieh. Es hilft nicht immer, aber so ein bisschen. Ja, oder auch nicht. Ich komme mit diesen Dingern nicht klar. Ich komme da einfach nicht klar mit. Wie ich immer kassiere. Bei einem so ein Vieh, Mann. Das kann's nicht sein, ey.